Hallihallo, liebe Freunde. Und zwar heute, mein Auto ist gerade im Service, mein Mercedes. Und das ist mein Leihauto. Und dann möchte ich euch dann kurz vorstellen. Das ist jetzt ein CLA C180 Benziner. Leistungstechnisch hat der 136 PS. Ich muss sagen, geht ausreichend gut für das. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Vorweg ein paar Punkte, die mir bei dem Auto sehr viel besser gefallen. Also das ist jetzt der C118, der W118 eigentlich, oder X in dem Fall, weil es ein Shooting Brake ist. Und das Coupé wäre das C118. Ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar Punkte, die mir wirklich sehr viel besser gefallen als beim C117 oder W oder X, wie auch immer. Der Punkt, der mir wirklich am besten gefällt, ist die Verarbeitung im Innenraum. Also verarbeitet ist der andere auch nicht schlecht, aber die verarbeiteten Materialien, die machen im C117 doch weitaus mehr Lärm als in ihrem. Weitaus mehr Lärm. Dann natürlich die Mittelkonsole ist sehr, sehr viel schöner eingeteilt, besser zugänglich. Der Drehknauf zum Beispiel im C117 sitzt wirklich an einer blöden Stelle, sodass du die komplette Breite von der Mittelkonsole beanspruchen musst. Wenn du jetzt aber zu zweit im Auto sitzt und nehmt ja so ein bisschen ein stärkerer Sitz, so wie, dann wird das schon eine schwierige Kiste. Weil einfach, ja, wie soll ich das erklären? Du brauchst dann einfach die ganze Länge, dass du am Drehrad drehen kannst. Und das ist wirklich ein bisschen ein Schass. Im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, so von außen gibt es ein paar Stellen, wo ich sage, okay, da gefällt mir der 118er natürlich besser, so zum Beispiel der Hintern. Ich meine, der Hintern selber ist sehr schön, aber mir gefällt das nicht, wenn die Kennzeichen unten sitzen. Das wäre schöner gelöst, wenn das irgendwo mittig sitzen würde. Da ist halt der springende Punkt, der Kofferraumzugang, beziehungsweise die Rückfahrkamera ist da integriert. Was ich persönlich auch sehr zu schätzen weiß, eine ausfahrbare Rückfahrkamera, die ist einfach um Längen besser als eine, die fix montiert ist, so wie es BMW zum Beispiel nutzt, weil die ist dauerverträgt, im Winter dann sowieso, da hast du da einfach große Vorteile. Zum Auto selbst muss ich sagen, die Einstellmöglichkeiten im Inbooks und so sind berauschend, also ich habe schon viel gesehen, aber das ist gigantisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Der hat natürlich jetzt nicht so eine gute Ausstattung, wie es meiner hätte oder hat, aber es reicht. Und es geht auch da eigentlich für 4 Personen locker zum Reisen. Ich sitze persönlich sehr weit hinten, aber ich sage einmal so wie wir haben zum Beispiel eine Familie mit 2 Kindern, die Kinder in einem Alter, wo sie noch nicht so groß sind, geht das ohne weiteres. Wie ihr da sehen könnt, ist das nicht die AMG-Line. Würde mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, jedoch, ja, das ist Geschmackssache und es gibt durchaus Leute, die das auch zu schätzen wissen. Vom Fahrwerk her muss man wirklich sagen, ist das sehr, sehr schön abgestimmt. Also wenn man sich das anschauen, er ist jetzt nicht so tief, wie es der AMG-Line natürlich wäre. Er hat da kleinere Bremsen und. Aber ich muss ehrlich gestehen, vom Fahrwerk her ist es sehr angenehm. Hat aber auch sicher damit zu tun, weil der Reifen selber ist einfach größer geworden. Beim Vorgängermodell hast du zum Beispiel zwar 25, 40, 18 und da, oder 35, 18, aber ich glaube 40, 18 und bei dem sind es dann halt zwar 25, 45, 18. Das merkst du dann natürlich schon. Und dann noch die weichere Federung und schon hast du ein sehr, sehr viel angenehmeres Fahrgefühl. Natürlich, die Sportlichkeit ist dann natürlich auch ein bisschen hinterher, aber es ist ausreichend für den normalen Straßenverkehr. Was gibt es zum Sagen über das Auto? Wenn wir uns den Motor anschauen, ich meine, ich persönlich, das ist ja jetzt in Kooperation mit Renault Motor. Also das ist ein Renault Motor, der von Mercedes überarbeitet wurde im 118er. Also 180er, Entschuldige. Und ja, wenn wir uns den Motor da jetzt gleich anschauen, das ist halt schon sehr mickrig. Also, er ist ruhig, er läuft extrem ruhig, das ist Wahnsinn. Und auch das Getriebe ist wunderschön und alles, aber rein die Größe vom Motor, das ist mein Hintern breiter.
Aber ja, wie gesagt, ausreichend ist das allemal. Wenn ich sage, ich brauche ein Auto für den Stadtverkehr, bin ich da eigentlich genau richtig. Zudem hat der Zylinderabschaltung und wenn du konstant 110 fährst, braucht das Auto 3,5 Liter teilweise. Was ich für einen Benziner extrem gut finde. Ne? Das ist Wahnsinn. Was noch erweitert wurde bei dem Modell ist Gott sei Dank endlich der da. Weil das ist beim 117 eine Katastrophe. Jedes Mal das Stauwerl einstellen, da hast du da einfach ja, mehr Freitraum. Weil du musst doch hin und wieder in den Motorraum rein. Ich bin zum Beispiel sogar einer, der reinigt den Motorraum. Natürlich nicht ausgekehrt, sondern sowas wischt man ab und macht man sauber. Oder man füllt ein Wischwasser oder sonst irgendwas, schaut Öl, dann muss ich erstmal den Stauwerl einstellen. Das ist einfach ja, nicht mehr zeitgemäß. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Was gibt es noch zum Sagen über das Auto? Das Auto selber hat einen Spurhalteassistent, leider keinen Abstandstempomat. Ich hätte den sehr gern gesehen, in die neueren Modelle auch. Ja, was sicher auch besser wurde, ist das Geräusch zu den Reifen. Also das Abrollgeräusch hört man weniger. Das ist eindeutig. Was noch besser wurde, sind Windgeräusche, wurden definitiv verbessert. Und ja, im Großen und Ganzen eigentlich ein sehr, sehr schönes Auto. Also gefällt mir. Preislich ist das ja natürlich gehoben, wie Mercedes üblich. Aber es ist doch ja, ein sehr, sehr schönes Auto im niedrigsten Preissegment von Mercedes selbst. Ab in den Innenraum. Also, wenn wir uns das einmal so anschauen, es handelt sich ja hierbei jetzt um ein Leihauto. Meine ist ja eben beim Service machen. Wenn wir uns das anschauen, Sennheiser Boxen, großes Datendisplay, großes Navi, das Lenkrad, ja, mit dem Touch, das ist gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber wirklich einwandfrei und sehr, sehr schön. Wenn wir uns das anschauen, auf die letzten 4000 Kilometer haben wir da einen Verbrauch von 6,7 Liter. Ist jetzt aber sicher ein Auto, das sehr viel in der Stadt bewegt wurde. Ich bin sogar herunten, bitte schaut's. Jetzt steht aber schon seit 10 Minuten. Bin herunten auf 5,4 Liter. Finde ich persönlich absolut toll. Also das ist sehr, sehr wenig. Natürlich, Motor ist nicht viel da. Aber er geht wirklich nicht schlecht für das, muss man ehrlich gestehen. Und ja, ist sicher was, an das man sich aber auch gewöhnen muss. Was mir gut gefällt, ist, dass man das das Datendisplay da herüben, man kann sowieso mal alles, also es ist ein Wahnsinn, was du da einstellen kannst, weil du kannst am Tacho alle möglichen Sachen verstellen, alle möglichen Daten hinterlegen, beziehungsweise kannst du mit dem Lenkrad, und das ist eigentlich das Faszinierende, du kannst mit dem Lenkradl, kannst du sogar das mittlere Datendisplay komplett steuern. Also du kannst wirklich überall hin und alles machen. Wenn wir da jetzt schauen, du kannst, ein bisschen dauern geht es ein bisschen leichter, du kannst, es wurscht, ob jetzt Navigation, Aufi, Ovi, Einstellungen, Bluetooth, Radio, also alles, was du im Navi machen kannst, kannst du mal von da steuern. Genauso wie über das Touchpad. Das Touchpad ist aber auch definitiv gewöhnungsbedürftig. Das muss man einfach sagen. Also ich habe die ersten Sekunden, bin ich mal gar nicht damit zusammengekommen, weil wenn du dann wischst, wenn man da schaut, du wischst jetzt da, dann ja wieder zwei Stufen weiter und du bist ein bisschen am Eingewöhnen am Anfang, aber man hat es dann doch relativ schnell. Die Daten, die du über das Display erhaltest, das ist gigantisch. Also du kannst von Lenkwinkel über Gasstellung, Bremsen, Verbrauch, gut, das haben wir bei den alten Modellen auch gehabt, die Betriebsanleitung haben wir auch gehabt vorher schon. Aber wenn wir uns das anschauen, das ist einfach ein Wahnsinn. Genauso wie da herüben. Wenn wir da nochmal kurz schauen, du hast da auch das Fahrzeug. Wo waren das? Ich glaube Service war es drin, und wenn ich mich nicht täusche. Da Reifen. Temperatur vom Reifen, Druck vom Reifen. Dann kannst du auch, habe ich gesehen, Kühlmittel exakt abfragen. Dann kannst du Motorölstand. Die Verbrauchsinfo und also du hast wirklich sehr, sehr viele Daten. Da sieht man es auch wieder ganz schön. Jetzt hat das Auto 8490 Kilometer oder was, wie man sieht, 7,3 Liter. Für ein Fahrzeug, das hauptsächlich in der Stadt bewegt wurde und wahrscheinlich Kurzstrecken, weil es eben so ein Fahrzeug ist, das man dort zum Tauschstauwerl kriegt,
finde ich persönlich das schon sehr, sehr gut. Ja, die Assistenten, die Abbildungen kennen wir ja alle schon. Im Endeffekt, du hast halt die Möglichkeit auch, dass du das auf Vollbild legst. Also, ich meine, das schaut schon cool aus, das muss man echt sagen. Du hast sowieso mal drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten da im Tacho eigentlich schon. Du kannst die Stile verändern, sportlich, klassisch, progressiv. Was einem halt am besten gefällt, das kannst du dann halt auch machen. Und die Einstellungsmöglichkeiten, das ist wirklich, wirklich brutal. Also du fühlst dich, als gab es kein Ende. Von Formen über alles Mögliche, echt, echt ein Wahnsinn. Klassisch schauen wir so aus. Das ist die blaue Anzeige. Ja, ist sicher auch Geschmackssache. Man kann sich halt sehr, sehr viel individualisieren bei dem Auto. Das finde ich persönlich sehr, sehr toll. Macht einfach Spaß. Ja, vom Sitzen her muss ich echt sagen, Beinfreiheit und so ist gegeben. Die Mittelkonsole ist natürlich gewachsen, wenn wir da schauen. Jetzt ist natürlich auch der Beinraum so etwas eingeschränkt. Aber ich persönlich finde, also ich bin einer, der sehr viel Tempomat fährt, dann ist meistens der linke Fuß so, der rechte ausgestreckt oder der linke ist auch so zu. Ich muss ehrlich sagen, es geht. Es ist für die Autobahn und so geht es sicher, also für längere Strecken. Wenn ich jetzt über die Berge fahre, dann muss ich halt so ein bisschen schauen, weil ich brauche da einen Platz zum Lenken. Ne? Nichtsdestotrotz, also absolut alles machbar bei dem Auto. Du hast einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Im Fond hinten habe ich mir auch einsitzen probiert, kriege ich jetzt nicht hin. Ich bin aber auch bitte 1,92 groß. Ich habe 110 Kilo, da geht nicht wirklich was, dass ich da noch hinten reinkomme. Das sei denn, meine Frau sitzt jetzt vor mir. Das kriege ich hin. Meine Frau ist 1,65. Das würde sich ausgehen. Aber anders, ja, wäre das für mich persönlich nichts mehr. Ja, das war es eigentlich auch schon über das Auto. Die Hauptpunkte sind halt, ja, es ist gut, es ist schön, definitiv. Es gibt natürlich Ausstattungsvarianten, die sicher schöner sind wie diese. Wobei man so wie die LED-Beleuchtung, also das Ambiente-Beleuchtung und so, das sind halt die Sachen, die das Auto dann wirklich exklusiv wirken lassen. Deshalb meiner Meinung nach ja ein Must-Have bei einem Auto. Hat der jetzt leider nicht, hätte ich sehr gerne gesagt. Nichtsdestotrotz, es ist einfach toll. Also das muss man echt sagen, Mercedes hat sich da schon ein bisschen was überlegt. Mit dem M-Book-System und diesen Datendisplays und so. Es kann was. Es ist wirklich, schaut schön aus. Es wirkt edel und ist trotzdem wahrscheinlich in der Produktion sehr, sehr günstig. Serienmäßig haben die Autos natürlich auch schon eine sehr gute Ausstattung, so wie die elektronische Heckklappe, dann das Keyless-System bzw. Keyless-Startsystem. Weil fürs Casey, also dass du den Schlüssel gar nicht mehr brauchst beim Türöffnen, das ist aufpreispflichtig, aber so wie starten und diese Sachen, da brauchst du es natürlich nicht. Ja, im Großen und Ganzen war es das eh über das Auto. Ich persönlich, also wenn mir jetzt einer fragt, Pa Thomas, welchen Motor würdest du in dem Fahrzeug empfehlen, dann würde ich euch immer ein Fahrzeug empfehlen mit mindestens der neuen 8-Gang-Automatik, obwohl die 7-Gang-Automatik, so wie sie da jetzt drinnen ist, in die schwächeren Modelle und ich glaube, na, beim Hybriden ist auch die 8-Gang, sind nur die schwächeren Benziner, glaube ich, betroffen. Ich glaube, bei den Dieseln, die haben alle 8-Gang. Bin ich mir aber jetzt auch nicht 100% sicher. Die 7-Gang-Automatik ist absolut ausgereift. Also, die war jetzt schon im C117 verbaut und davor auch schon in gewissen Modellen. Das ist ein ausgereiftes Ding. Die 8-Gang-Automatik ist was Neues, insoweit auch was Neues, weil dort eingespeist werden kann für den Elektromotor bei den Hybriden. Ich persönlich würde trotzdem schauen, dass wenn ich mir so ein Auto bestelle, dann die 8-Gang-Automatik nehmen, leider. Habt ihr ja Garantie. Und im Endeffekt, ja, ich bin der Meinung, dass man mit so einem Auto dann schon gut fährt, lang fährt. Dadurch, dass Mercedes sowieso in Automatik automatikgetrieben ganz, ganz von dabei ist, kriegt man das, glaube ich, dann schon auf die Reihe und das wird schon funktionieren. Bei den ersten Modellen hat es leichte Probleme gegeben. Das ist mittlerweile, glaube ich, eh Geschichte. Ja,
wie man halt das so sieht beim Greifen und beim Touren, es knackst nichts, es raunzt nichts. Das ist nicht wie beim C117, dass du jetzt irgendwo drauf druckst, dass das knackst und tut. Das wirkt halt schon ein bisschen wertiger, auch wenn es von den Materialien her wahrscheinlich gleich viel Plastik und gleich viel Klumpert sein wird, wie es halt im C117 ist, günstig, ne? Im Großen und Ganzen, es wurde gut gemacht. Ich kann das Auto mit reinem Gewissen empfehlen. Natürlich, die Langzeiterfahrungen, die kann man jetzt nicht so mitgeben, wie es in der Regel ist bei meinen Videos. Aber, ich sage einmal so, die Motoren sind Mercedes-typisch eh alle relativ gut. Du hörst so selten von Mercedes motorische Probleme. Meistens sind es eh nur Airbag-Geschichten, wo sie Probleme haben. Eh schon seit Jahren eigentlich. Aber sonst so richtige Probleme kennt man bei Mercedes nicht, was das Fahren selber angeht. Ich habe schon viele Sachen gehört, auch bei der neuen A-Klasse, neuen CLA, so wie der jetzt ist. Da waren Sachen wie zum Beispiel irgendein Tankstutzen, der runtergegangen ist und der Tank entleert wurde. Und also es gab am Anfang sicher Probleme mit den Autos. Mercedes-typisch wird das eh nachgebessert und dann, ja, es wird sicher passen. Wo natürlich auch noch ein großer Punkt liegt, dass man sich fragen muss, ist, wie lang halten die Datendisplays gegenüber an analogen Tacho, sage ich mal. Ich meine, es sind ja alle schon digital, aber trotzdem ist analog mit den Zeiger etc. Weil die Displays, ja, es könnte sein, dass sie sehr lang halten, wie ein Fernseher kann auch 10, 15, 20 Jahre halten, aber wir haben halt auch Autos schon gesehen, die sind 20, 30 Jahre alt und da funktioniert der Tacho auch. Ob das die mitmachen, sei dahingestellt, aber für das sind die Autos heute eh nicht mehr gebaut. Naja, ich werde jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen was sagen können, ein bisschen was weitergeben können. Im Großen und Ganzen ist dieses Auto sicher empfehlenswert. Wenn ihr zu einem guten Preis ans erwischt, nehmt es, habt keinen Schei davor. Die Autos von Mercedes sind allgemein sehr, sehr gute Autos mit eher wenig Problemen. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag und wir hören uns, oder ihr hört's mich. Bye, bye.